Hallo, ich bin Claudius und mache seit einer halben Ewigkeit irgendwie Musik, mit der ich so ziemlich komplett unter dem Radar fliege. Vor mittlerweile auch schon wieder einigen Jahren lautete auf einem meiner dürftig gepflegten Social-Media-Kanäle ein Kommentar sinngemäß etwa: Hey, du solltest wirklich mal einen Podcast machen, in dem du über jedes deiner Lieder sprichst. Ich habe diesen Vorschlag damals als das abgetan, was er wahrscheinlich auch gewesen ist, eine ulkige Schnapsidee. Doch irgendwann hatte ich zunehmend das Bedürfnis, meine eigene Geschichte, menschlich und musikalisch, noch einmal zur Gänze zu erzählen, sie in epischer Breite auszuwälzen. Ein nun also wirklich völlig offen zur Schau getragener narzisstischer Akt? Das Bedürfnis, irgendwie dann doch endlich mal einen Schlussstrich zu ziehen? Keine Ahnung. Irgendwann jedenfalls ploppte diese alte Podcast-Schnapsidee dann plötzlich doch wieder auf und setzte sich in meinem Denken fest. Warum eigentlich nicht, dachte ich mir. Und das Ergebnis könnt ihr nun also hören. In der von mir angestrebten, bisher nie dagewesenen epischen Breite widme ich mich in diesem Podcast zwar nicht jedem einzelnen Lied meiner bescheidenen Karriere, wie es in jenem Kommentar einst vorgeschlagen worden war, aber ansonsten so ziemlich allem, was irgendwie damit zu tun hat. Manchmal zoome ich hierbei durchaus hinein in die Mikroebene einzelner Songs, oft zoome ich auch hinaus und beleuchte die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Alles in allem entsteht so, das hoffe ich zumindest, ein lückenloses akustisches Selbstporträt, das Dokument einer prekären Künstlerexistenz, ein netter und hoffentlich auch halbwegs spannender Podcast. Mein Name ist Claudius Leuk und in diesem Podcast geht's um meine Musik und viel, viel mehr. In der nunmehr schon 10. Episode von Musik und mehr geht es darum, wie das vermeintliche Diametral-Nebenprojekt John Doe Experience in den Jahren 2014 bis 2016 plötzlich eher zur musikalischen Hauptspielwiese zu werden scheint und wie mit dem Claudius Leuk-Album Kick Me dann zum Medium Audiokassette zurückgekehrt wird, wohingegen das Projekt Diametral zunächst nur noch lediglich auf irgendwelchen Digital-Only-Obskuritäten-Compilations in Erscheinung tritt. Eine Folge über Roboter, Remixe, Raritäten und Rezensionen. Viel Spaß beim Anhören. Mein Kopf ist niemals leer. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode meines kleinen Podcasts Musik und mehr. Wie immer am Anfang ein Rückblick. Wie immer die Behauptung, dass ich den diesmal kurz halten werde. Beim letzten Mal habe ich tatsächlich gedacht, dass ich mich an diese Vorgabe gehalten habe. Ich war ganz stolz auf mich. Und beim Durchhören des Podcasts habe ich dann festgestellt, dass das auch schon wieder 20 Minuten fast waren, alleine für den Rückblick. Naja, insofern, ich gebe jetzt hier keine Versprechungen mehr. Es wird ja zum Running Gag.
Scheinbar. Naja, also bisher, in den bisherigen Folgen ging es darum, wie ich, der ich ja in Greifswald, in der ehemaligen DDR geboren wurde, irgendwann als Jugendlicher mit meinem Freund F die Band Diametral gegründet habe. Wir waren da irgendwie so 17. Wir haben dann ein Demo-Tape aufgenommen mit A, der dann auch noch dazugekommen war. Das hieß Erste. Und dann haben wir uns in dieser Konstellation aufgelöst. Micha kam dazu. Da lief aber als Band nicht mehr wirklich was. Stattdessen haben Micha und ich uns ins Home Recording gestürzt. Bei mir kamen dann zwei Tapes dabei raus, nämlich 1997 und ein weiteres Jahr mit euch. Und dann bin ich nach Dresden gezogen, habe dort das dritte Tape zu Ende gebracht, Geschichten aus Greifswald. Das ist dann sowohl als Tape als auch als CD veröffentlicht worden, wobei veröffentlicht eben meint im Freundeskreis verteilt in Mikroauflage. Und in Dresden habe ich weiterhin als Diametral, also den Bandnamen hatte ich mir dann eben angeeignet, als Solo-Typ, das Album Die Zeiten ändern sich fertiggestellt. Dann bin ich damit wieder zurück nach Greifswald gekommen, habe dort meinen Zivildienst gemacht und das Album habe ich natürlich dann auch wiederum im Freundes- und Bekanntenkreis verteilt gehabt und habe während des Zivildienstes dann am Album Vielleicht wird alles gut gearbeitet, ebenfalls dann als Diametral, ja, in Anführungszeichen, veröffentlicht. Und daraufhin bin ich irgendwie auf irgendeine Bühne da geraten in Greifswald und das kam dann bizarrerweise dann doch ganz gut an und daraufhin hat sich dann wiederum eine neue Diametralband gegründet mit Nico, Sebastian, Jockel und Falk und wir sind dann 2 Jahre da irgendwie in Greifswald aktiv gewesen, live viel gespielt und wir waren dann bis nach Brandenburg und so sind wir dann gekommen und hatten einen gewissen Ruf, es gab Interviews und was weiß ich und aber das fadete dann auch irgendwie aus und ich habe dann nach einer Zeit des Exzesses und der Destruktivität mit meiner schwangeren Freundin P die Stadt verlassen und bin nach Berlin gezogen und hier ja, wurde ich dann Vater und ein Jahr später war ich dann zweifacher Vater. So dass mir nicht viel Zeit blieb, um irgendwie großartig weiter Musik zu machen, Home Recording oder geschweige denn irgendwie mit irgendwelchen anderen Leuten. Und ich habe dann so peu à peu so Material zusammengetragen gehabt und so zögerlich erste Aufnahmen gemacht für so ein neues Album. Naja, und 2005 ist dann das so im Package quasi rausgekommen, also irgendwie so eine Remix. Doppel-CD und so eine Compilation mit so Skizzen und Demos und so und eben, ja, so ein Claudius Leuk-Album, was so halb aber auch noch mit Diametral verknüpft war, das hieß Schlechte Nacht. Und dann ging es so irgendwie weiter, ich habe dann irgendwann das Album, Claudius Leuk-Album, Du, ich und ein Großteil aller anderen dort gemacht als Home-Recording-Typ. Also ich habe in Berlin keine neuen Kontakte in dem Sinne geknüpft, dass ich da irgendwie Musik machen hätte können oder so. Ja, dann so ging es irgendwie weiter. Also meine Kinder wurden größer und die Anforderungen des Alltags wurden größer und aber trotzdem zwischendurch habe ich immer irgendwie Musik gemacht und dann entstand das Claudius Leuk-Album 1, was ich als sehr zentral empfinde und irgendwie hatte ich auch eine Website, da habe ich auch noch 1000
Sachen veröffentlicht gehabt darüber und gleichzeitig diente sie mir auch als Vehikel, um mein neues Zeug zu also da hätte man sich das bestellen können, wenn man dann gewollt hätte. Haben nicht viele. Und da gab es zum Beispiel auch so eine Rubrik auf dieser Website, die hieß Giftschrank. Und da habe ich auch ganz viel so neue Skizzen, Demos, Coverversionen und so weiter da hochgeladen. Und aber ja, die Resonanz ging irgendwann fast gegen null. Und dann habe ich noch so ein Coveralbum, so ein kleines gemacht, eben mit vielen Coverversionen, die ich im Laufe der Zeit in diese Giftschrank-Rubrik hochgeladen hatte. Auch das blieb folgenlos sozusagen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt auf damit. Interessiert sich ja keiner für den Scheiß hier, den ich hier mache. Und dann habe ich so ein Abschiedsprojekt gemacht, eine DVD tatsächlich und mit zusätzlicher CD. Das war so eine erste Werkschau, die hieß Musik und mehr. Und damit wollte ich mich dann aus dem Musikmachen sozusagen verabschieden, so wie es eben viele meiner vormaligen musikalischen Begleiter auch getan hatten. Und das habe ich aber nicht durchgehalten, also habe ich irgendwie an so eine Art Comeback gedacht. Und dann gab es irgendwelche komischen EPs oder so, digital. Aber das richtige Comeback war dann das Album, wiederum unter dem Namen Diametral veröffentlicht. Mhm. Mir kommen die Tränen. Mittlerweile hatte ich so ein Label gegründet. Also zumindest hatte ich irgendwie so einen Namen. Darüber hinaus habe ich aber jetzt nichts gemacht, was wirklich ein Label macht. Einfach nur Froh und Munter Records, so damit das irgendwie offizieller wirkt. Und dieses, ja, ich sag mal, Comeback-Album Diametral, mir kommen die Tränen, war dann eben die erste offizielle Veröffentlichung und da war dann gleich so ein komischer Hit drauf, nämlich Arbeit ist Arbeit, der für eine gewisse Furore gesorgt hat. So. Getan dafür, dass das nach außen kommt und trotzdem haben da Leute drauf reagiert. Also ich habe nichts weiter getan, als es irgendwie bei Soundcloud hochzuladen und natürlich bei Bandcamp und so. Und trotzdem bin ich da irgendwann auf so einem Sampler gelandet und dann gab es noch mal mehr Feedback positiver Natur und ja, da war ich so ein bisschen euphorisiert und habe gedacht, okay, das war ein cooles Comeback. mein Zeug, was ich hier so mache, das interessiert ja vielleicht doch irgendwie jemanden. Und dann habe ich noch irgendwie, da ich ja jetzt schon mal ein Label hatte, habe ich meinen ganzen Kram, den ich vorher auf meiner Website einfach nur so inoffiziell da irgendwie so hochgeladen hatte, zum Teil auch nochmal gebündelt und hatte so eine Reihe konzipiert, The Diametral Archives. Und hat das eben auch als Download-Album dann auch veröffentlicht, so die ersten Folgen davon. Das war, wie gesagt, als Reihe konzipiert. Und das Projekt, was ursprünglich als großes, in Anführungszeichen, Comeback-Projekt geplant gewesen war, nämlich das Diametral-Album Kill Me, I'm Dead. Das kam dann erst 2014 raus und darum ging es eigentlich in der letzten Folge so, denn Kill Me, I'm Dead war ja eben nicht nur ein Album so mit
ursprünglich rein englisch geplanten Texten, die dann aber doch eher so ein Mischmasch waren, so ein Sprachgewirr, also neben dem Album gab es eben auch noch so eine Remix-Doppel-CD und eine DVD mit irgendwelchen Videos, die in der Zeit entstanden waren, und eine Bonus-CD mit Coverversionen und so weiter und so fort. Also recht viel Material. Ursprünglich hatte ich eigentlich geplant gehabt, diesen Hit, in Anführungszeichen Hit, Arbeit ist Arbeit, das sollten verschiedene Leute remixen, nur hatte sich niemand dafür bereit erklären wollen, und dann habe ich eben gedacht, ach naja, dann erfinde ich einfach selbst irgendwelche anderen musikalischen Identitäten und dann mache ich sozusagen selber Remixe sozusagen von außen mit verschiedenen musikalischen Ästhetiken oder musikalischen Ausgangspunkten oder wie auch immer. Und das erste Ding, was dann so zaghaft sich entwickelte, war eben das Projekt John Doe Experience. Das war am Anfang noch ein bisschen unausgegoren. Und nach diesem Diametralprojekt Kill Me, I'm Dead habe ich gleich ein paar Monate später das nächste Diametralalbum rausgehauen. Es hieß YYY. Und parallel dazu und sozusagen im Doppelpack für diejenigen, die sich das bestellt haben, gab es dann eben das Debütalbum von John Doe Experience, das den Titel Einen Like Dalassen trug. Und damit endete eigentlich die letzte Folge. Ich habe sozusagen, habe mich verabschiedet mit der Aussicht, naja, dann sollten noch ganz viele weitere John Doe Experience Sachen folgen. Und ich habe ein bisschen angedeutet, dass John Doe Experience dann quasi zu meinem Hauptprojekt wurde. Und ein bisschen darum geht es in der Folge, die ich heute hier für euch einspreche. Ich bin immer noch in diesem Raum mit dem Kamin, mit dem kaputten Mikro, mit dem billigen Bier und mit den Zigaretten, die ich mir hier zwischendurch drehe. Also es knackt und zischt und brummt und gluckert die ganze Zeit, aber ihr habt ja, sofern ihr diesen Podcast hier verfolgt habt, euch sicherlich dran gewöhnt, ne, dass das ja alles nicht so high quality ist. Ja, dann steigen wir mal ein. Also wir sind irgendwie im Herbst 2014 stehen geblieben. Wie gesagt, John Doe Experience, dieses Debütalbum Einen Like Dalassen, was eben sozusagen als Bonus-Disc für dieses Diametralalbum YYY so fungiert. Also was sich da noch so ein bisschen scheu dahinter versteckt hatte. Eben weil John Doe Experience eben kein richtiges Profil entwickelt hatte und ich selber erstmal suchen musste, naja, was wird das hier eigentlich? Und dann ging es aber doch relativ schnell, dass ich da ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelte in Bezug auf John Doe Experience. Ich habe dann im Oktober 2014 über meinen Label Froh und Munter Records so eine streng limitierte CDR Single veröffentlicht, die hieß Do You Really Love Me? Thank you.
war doch nicht so selbstbewusst, weil es war dann doch mit Gesang. Und aber es sollte eigentlich John Doe Experience zugeordnet werden. Und da habe ich dann einfach gesagt, es ist John Doe Experience featuring Diametral. Diametral war zu dem Zeitpunkt für mich ich. Ja, sprich, also meine Stimme, Diametral steuert den Text und den Gesang bei. Ja, und das, ich weiß auch nicht, es hätte auch ein Diametralstück sein können oder so, aber es passte nirgendwo rein und es passte eher zu diesem John Doe-Ding. Und deshalb halt dieses Feature-Ding. Es ist extrem Lo-Fi produziert. Es ist ein, irgendwie so ein melancholisches Ding. Und, mit so Flächenstreichern, whatever, englischsprachiger Text natürlich. Im Grunde ist es ein Ausprobieren, keine Ahnung. Erwähnenswert ist aber, dass das Artwork dieser Mini-CDR-Auflage, also handgebastelt wieder und so, ne, das nutzt Bilder aus dem dazugehörigen Musikvideo und dieses wiederum besteht nur aus Elementen des Kurzfilms Happy End, den ich 2009 im Rahmen dieses Abschiedsprojektes Musik und mehr auf dieser DVD veröffentlicht hatte, auf dieser ersten Werkschau. Ja, und so wird wieder so diese Kontinuität und so weiter, dieses Zusammengehörige und dieses alles greift ineinander und so weiter unterstrichen. Und ich habe einen Kommentar dafür bekommen für dieses Video. Das Video ist scheiße, aber Musik ist okay. Also, ich finde das Video eigentlich ganz gut und ich finde es auch sehr befriedigend, wie eben diese Ästhetiken ineinander spielen und dieses Alte, ja, was ja irgendwie 2003 oder 2002 entstanden war, jetzt im Jahre 2014 nochmal wieder kommt und wieder aufgegriffen wird und so weiter und eben einfach um zu betonen, es hängt alles miteinander zusammen. Und auf dieser Single waren eben auch noch ein paar andere Stücke drauf, die dann eben ohne sozusagen Diametral als Feature-Gast entstanden waren. Und da, es ist so Lo-Fi, Elektronika, Downbeat, irgendwie experimentell, organisch. Also da zeichnete sich langsam so eine eigene Identität raus, so, also ich sag mal Abkehr vom Song, ja, wofür John Doe Experience dann letzten Endes stehen sollte. So, ich muss mir mal kurz noch einen kleinen Wein hier einschenken. Aber das war eben erstmal so als B-Seite oder irgendwie sowas nach dem Motto, so nicht in den Vordergrund gerückt. Also, Do You Really Love Me ist erstmal dann doch ein Song und insofern die Abgrenzung zu Diametral für Außenstehende und auch für mich selbst noch eher unklar und schwammig und so weiter. Aber zumindest ging es da irgendwie weiter und es hat auch Spaß gemacht und gewisse Ästhetiken habe ich da auch etabliert. Also zum Beispiel dieses
dass jedes Bild von mir, also ich bin ja John Doe, ja, und äußere mich da eben auch in Videos und auf den Cover, auf den jeweiligen Covern da von den Alben und so oder Singles oder whatever, aber immer mit so einem Zensurbalken vor den Augen, also dass meine Identität quasi nicht nachweisbar ist. Also das war auch jahrelang so ein, sollte dann zu so einem, ich sag mal, Markenzeichen oder so von John Doe Experience werden, dieser schwarze Balken vor den Augen, so. Ne? Also das Berauben der Identität, der Persönlichkeit oder das Nicht-Vorhandensein oder wie auch immer. Und, was ja eben John Doe als Name schon aussagt, so, ne? Denn es handelt sich ja bei John Doe um so Bezeichnung für unbekannte Tote. John, Jane, Doe und so weiter. Das sollte dann alles noch viel, im weiteren Verlauf viel, da sollte ich mehr in die Tiefe gehen und dann Schritt für Schritt so wirklich so ein eigenes Konzept entwickeln, wo ich dann mich sozusagen nicht nur von der Persönlichkeit an sich, ja, was ist ein Mensch oder so, entferne, sondern direkt vom Menschsein hin zur Maschine und dieses Maschinelle sollte dann irgendwie so eine Art Markenzeichen dieses Projektes John Doe Experience werden, also im Sinne oder in der Form von so Roboterstimmen und aber da kommen wir ja noch hin. Das als Vorwegnahme. Ja, dann ebenfalls im Oktober 2014 habe ich dann die vierte Folge meiner Reihe The Diametral Archives veröffentlicht. Die hieß Ihr werdet nichts bemerken. Ja, wieder Download-Album, wieder irgendwie ein Motiv von jemandem, oder also dieses Selbstgeißelungsmotiv. Und größtenteils eben auch wieder aus dem Archiv so Sachen genommen, daher natürlich auch der Name The Diametral Archives, aber eben auch immer wieder neuere Sachen, die es vorher nicht gegeben hatte, und da wäre natürlich an erster Stelle das Stück Bluttaufe zu nennen von dem Projekt Lemke 3000. Ist es auch. Was ist dazu zu sagen? Also im Jahr 2013 war ich bin ja ab und zu mal in meine alte Heimatstadt Greifswald gefahren von Berlin aus. Also in Berlin hatte ich wirklich keinen Freundeskreis großartig. Ich hatte G, ja, der ursprünglich aus Greifswald stammte. Mit dem habe ich mich ab und zu getroffen und dann waren wir mal auf irgendwelchen Konzerten oder irgendwie sowas. Aber ansonsten nichts. Und so, guck mal jetzt. Hört ihr das? Da fängt mein Rechner an zu ächzen. Ich rede jetzt trotzdem einfach weiter. Hier, es brummt und zischt und lärmt. Naja, ich rede jetzt trotzdem hier einfach weiter. Ich hoffe, dass denn die Hintergrundmusik das so ein bisschen übertönt. Ja, wo war ich stehen geblieben? In Berlin. Ja, keinen Anschluss in dem Sinne gefunden. Also, Eltern der
Freunde meiner Kinder und Kindergeburtstage hier und dann hat man auch mal was privat gemacht. Mit dem einen Papa bin ich dann auch mal so auf dem einen oder anderen Konzert gewesen oder so, aber im Grunde hatte ich hier keinen großartigen Freundeskreis und in Greifswald auch nicht mehr, aber so ein paar kleine Kontakte gab es eben. Es gab natürlich per Telefon und E-Mail und so immer noch so ein bisschen den Kontakt zu Leuten, die nicht mehr in Greifswald wohnten, aber eben aus der Vergangenheit so stammten. Und naja, und so hat man sich dann halt manchmal verabredet, ach komm, lass uns mal in Greifswald treffen. Und dann gehen wir ein Trinken und Quatschen und so weiter und so fort. Und das war im Jahre 2013 mal wieder der Fall. Und da habe ich mich mit dem Diametral-Gründer F und unserem gemeinsamen Freund Martin getroffen. Und ja, wir waren trinken an unseren alten Wirkungsstätten, also Pari und so. Das habe ich ja in den ersten Folgen, war das ja ein sehr zentraler Ort, den ich ja oft genannt habe. Und irgendwie sind wir dann aber in dem Proberaum gelandet von Jockel, der ja zu Diametralzeiten mein Gitarrist war. Der hatte in Greifswald, also er ist einer der wenigen gewesen, die in Greifswald geblieben waren. Und der hatte da irgendwie eine neue Band und einen Proberaum und Martin hatte da irgendwie einen Schlüssel, weil er den selber irgendwie genutzt hat für seine Ambient-Projekte. Jedenfalls sind wir da im Suff irgendwie gelandet und haben da ein bisschen rumgejammt und haben sozusagen ein Stück aufgenommen. Und das habe ich dann später Bluttaufe genannt, so ein bisschen theatralisch. Und die Idee war gewesen, ach, wir treffen uns hier an der Art wieder und dann machen wir weiter, wir machen irgendwie so einen Scheiß und hat Spaß gemacht und so weiter. Ist aber nie was draus geworden, das kann ich als Vorwegnahme schon mal hier reinhauen. Aber jetzt hatte ich nun mal diese Aufnahmen, also mit dem Handy aufgenommen einfach, unseren Jam. Und da habe ich dann als unter dem Namen Diametral so eine Art Remix gemacht, also einfach so ein bisschen diese Jam-Spuren so geordnet und oder was heißt Spuren, diese Passagen und da irgendwie so eine Dramaturgie reingebracht und das war da drauf und damit habe ich aber auch gleichzeitig ein weiteres Nebenprojekt etabliert, Lemke 3000, was auch immer ich damit anfangen wollte, aber es war erstmal da. Ich habe dem dann auch eine eigene Bandcamp-Seite und eine eigene Facebook-Seite gewidmet und so und ich wollte damit irgendwie was machen. Keine Ahnung. Das ist auf diesem The Diametral Archives Volume 4. Ihr werdet nichts mehr merken drauf. Später hat Lemke 3000 zumindest als Name nochmal sozusagen als Vehikel gedient für irgendwelche Remixe. Also wesentlich später, etliche Jahre später, einfach so eine ähnliche Idee, warum ich diese Arbeit ist Arbeit Remix CD machen wollte. So, ja, verschiedene Projekte widmen sich einer Sache und wenn kein externer Mensch Bock drauf hat, dann macht man es eben selber, aber nutzt eben trotzdem verschiedene Namen und Lemke 3000 stand für mich für was Rohes, fast schon Punkiges. Und das habe ich dann bei späteren Remixen irgendwie benutzt. So, ja. Aber ein richtiges Projekt ist nie draus geworden. Aber ich halte es mir noch irgendwie warm. Das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Also, wenn ich mal so ein Punk-Rock-komisches Projekt mache,
dann werde ich wahrscheinlich den Namen Lemke 3000 benutzen. Und weil mit den Original, also mit Martin und F, da werde ich wohl jetzt so nicht mehr zusammenkommen, um das wirklich nochmal fortzuführen. Aber ja, wie gesagt, der Name ist da und insofern fand ich das jetzt hier mal erwähnenswert, was da auf diesem, auf der vierten Folge dieser Archives-Reihe drauf ist. Ja, was ist noch so erwähnenswert? Ja, also auf der vierten Folge sind viele Diametral-Live-Aufnahmen drauf, nochmal, so aus der Bandzeit 2001 bis 2003. Aus Prenzlau und wo wir da überall gelandet waren. Dann gibt es noch einen zweiten Moby-Remix. Auf der vorherigen Folge hatte ich ja auch so einen Moby-Remix gemacht. Und zwar war das halt einfach so darin begründet, dass Moby die Spuren zur Verfügung gestellt hatte, seines damals aktuellen Albums und irgendwie macht mal hier, ne? Und da habe ich natürlich gerne zugegriffen, und aber ich habe mich da jetzt nicht an diesem Contest in dem Sinne beteiligt und habe das dann jetzt eben auf diesem auf dieser Outtake-Sammlung Diametral Archives untergebracht. Ja, dann ist da noch drauf das Stück, eine Coverversion des Sterne-Stückes Risikobiografie. Ja. Die Sterne haben mich immer sehr beeindruckt, standen für mich eigentlich immer im Schatten von Tokotronic, haben sich dann aber irgendwann hat sich das umgekehrt, also die Sterne fand ich dann viel interessanter als Tokotronic irgendwann, und bis heute muss man sagen, ich glaube, unzählige Sterne-Konzerte habe ich besucht, und die von Tokotronic, die ich besucht habe, die Konzerte, die kann ich an einer Hand abzählen, obwohl, ja, Tokotronic ja mein eigenes Musikmachen ja durchaus angestoßen hatte und wahnsinnig wichtig für mich gewesen ist, aber live habe ich die nie so stark wahrgenommen wie die Sterne eben. Und ich habe das da irgendwie auch irgendwie dann gepostet und so, Risikobiografie, und da kam irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein tatsächliches Feedback von den Sternen, ja, super Coverversion oder irgendwie sowas. Ich hatte ja vorher schon auch mal was von den Sternen gecovert und da war das ähnlich. Da gab es sogar irgendwie Hanseplatte Spezialcover. Also irgendwer hatte da Social Media mäßig da das Ruder übernommen. Hanseplatte kennt man ja. Und wollte da irgendwie so eine neue Rubrik etablieren und ich war dann so der Aufhänger mit meinen Sterne-Cover-Versionen, aber da ist dann nichts weiter draus geworden.
Aber klar, es hat mir ein bisschen Traffic gegeben. Ja, also Leute haben sich auf meine Seite verirrt und haben dann auch mal wieder irgendwas bestellt oder irgendwie sowas, ne? Und was ich vorher gar nicht hatte einschätzen können. Und dann ist auf den Diametral Archives Volume 4 noch leicht erwähnenswert das Stück Brille. Punk-mäßig, also ja, so wie ich mir das vielleicht mit Lemke 3000 irgendwie auch im Hinterkopf so vorgestellt hatte. Es ist jetzt nicht wirklich Punk, es ist ja auch Home Recording und künstliche Drums und so weiter und so fort. Und ich glaube sogar künstliche Gitarren, also irgendwelche Synthesizer, irgendwelche Plugins, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ja, so von der Machart ist es irgendwie punkig. Kein großer Hit oder so, aber irgendwie sticht das ein bisschen raus oder ein bisschen erwähnenswert. Knüpft auch ein bisschen an die Anfangszeit an und so von Diametral. Was ich ja nicht müde werde zu betonen, eben. Das ist von Anfang an seit 1997 eine konstante Reise sozusagen ist und Verzeihung, eben auch das Frühwerk nicht unberücksichtigt bleiben darf und ich da auch immer wieder das aufgreife und so weiter und das für mich eben genauso dazu gehört wie aktuellere Sachen. Und das war so die vierte Folge dieser Archives-Reihe. Also Download-Album, keine große Sache, einfach schnell mal rausgehauen, um wieder ein bisschen was loszuwerden, die Festplatte sozusagen freizuräumen. Dementsprechend natürlich auch kaum Resonanz. Noch weniger als auf die regulären Alben natürlich. Dann sind wir plötzlich im Dezember 2014 und ich veröffentliche mit Fußnote das zweite Album meines Projektes John Doe Experience. Das ging dann doch irgendwie ganz schnell so, also nach diesem Do You Really Love Me, ne, mit diesem Feature, in Anführungszeichen, mit Diametral, sind dann Sachen entstanden und die waren jetzt irgendwie fertig und ich habe die rausgehauen. Auf dem Album gibt es noch ein zweites Diametral-Feature, das heißt, jetzt bist du allein. Claudius Leubs Feature mit dem Titel Aufspaltung, wo es auch so ein bisschen um eben die Aufspaltung natürlich auch in verschiedene Künstleridentitäten irgendwie geht. Wer sich alleine
überfremd ist, ist meistens deutlich besser drauf. Und Johannes Geis, das nächste Nebenprojekt, taucht auch offiziell als Feature-Gast in Anführungszeichen auf bei dem Stück Kein Titel. Ja. Kein Titel, kein Herzog, kein Fürst, kein Graf. Es ist auch so ein bisschen ironisch, was heißt ironisch, ein Sprachspiel, also ist kein Titel, also untitled oder so, könnte man ja meinen, so, aber dann geht es wirklich darum, ich habe keinen Adelstitel, keinen Graf, keinen und so weiter, also ich bin nichts, ich bin nur ein Normalsterblicher, nicht adliger Bürger, ich bin der John Doe, also ne, in diese Richtung geht das irgendwie und natürlich ist weiterhin erwähnenswert das mehrteilige Titelstück für dieses Album, Fußnote. Ging's mir darum, da wird vielleicht eine Hoffnung ausgedrückt oder eine Tatsache oder was weiß ich, dass ich, wenn ich an den Pop-Betrieb denke, irgendwann nach meinem Ableben oder wie auch immer, als die Fußnote der Fußnote der Fußnote der Fußnote vielleicht irgendwie zu finden bin. Also ich habe mal mit dem und dem kollaboriert oder irgendwie sowas also ich mache mir keine Hoffnung irgendwie groß rauszukommen oder sowas, aber na, zumindest die Fußnote der Fußnote der Fußnote der Fußnote zu sein. Das ist so das Grundding. Also das Cover ist auch wieder ne, dieser Zensurbalken vor den Augen, ja, ein Foto von mir, einfach Zensurbalken. Und also, ich bin nicht da, es gibt mich nicht. Vielleicht bin ich ja die Fußnote der Fußnote der Fußnote. So. Also das sind so die Grund. Gedanken dieses Albums und damit fängt es eben an, dass John Doe Experience langsam aber sicher so eine Identität gewinnt, aber noch nicht die, worauf es letzten Endes hinauslaufen sollte. Dann haben wir noch das Stück Point of No Return. Das finde ich auch gut. Es ist da ist so ein Sample oder sind Samples aus der Serie In Treatment, wo so ein Psychiater eben Leute empfängt und dann kann man in Sitzungen halt zuschauen. Ursprünglich ist das Serienkonzept stammt aus Israel. Und es ist mittlerweile irgendwie international, also es gibt französische Ableger und was weiß ich. Und immer ist der Therapeut oder die Therapeutin mit den jeweiligen KlientInnen da. Und sehr spannende, tolle Serie, hat mich sehr fasziniert. Und das fand ich
ich habe es als Spielerei dann so Samples daraus benutzt, und aber so über diese Musik gelegt, die irgendwie so schwermütig, Downbeat-mäßig ist, und irgendwie hat es eine gewisse Wirkung. I wanted to go home. I really wished I could go home. And then I thought, you can't go home. Your home is so long ago and so far away. And then I just kept thinking, your home is so long ago and so far away. Into nothing. Your home is so long ago and so far away. Zu nennen wäre auch noch He Hearts 4. Das ist natürlich auch wieder ein billiges Wortspiel, von wegen Hearts 4. Ja, ein Ding, dem ich ja sehr vertraut war, und also als Hartz IV-Empfänger und als Typ, der immer nur zwischendurch mal so einen kleinen Job und dann wieder irgendwie studiert und dann doch wieder nicht, zu dem Zeitpunkt hatte ich mein Kulturwissenschaftsstudium auch wieder abgebrochen gehabt und war wieder im Hartz IV-Empfänger und hatte dort einige Schikanen zu erleiden, daher wahrscheinlich auch dieses Stück, so He Hearts 4. Also er umarmt die Angst einerseits, aber wenn man es eben auf Deutsch sozusagen liest, er Hearts 4. Ja. Dann gibt es noch das Stück TALTS. Das steht für They All Look the Same. Wieder so ein Ding, kann man erstmal so abtun als kleine Spielerei, aber darum ging es mir irgendwie schon bei John Doe Experience, so dieses gesichtslose in der Masse untergehen und sie sehen alle gleich aus und so weiter und so fort. Und ja, und hier habe ich dann auch erstmalig so das Stilmittel, also mit dem Album, so dieser Roboterstimme allmählich etabliert, die dann irgendwann sozusagen zum Markenzeichen von John Doe Experience werden sollte. Also dieses Entmenschlichte, dann aber Richtung Maschine oder so. Ja, die Idee war, oder die Inspiration waren eben auch so diese Stimmen bei Boards of Canada oder sowas. Diese entmenschlichten oder roboterartigen Stimmen. 1969 und so weiter. Oder sowas. Und wie gesagt, ich war gerade auf der Suche da nach so einer Identität für dieses John Doe Experience Ding, und es war klar, dass es so als Konzept irgendwie um Gesichtslosigkeit, um
Menschlichkeit geht. Aber dass dieser maschinelle Aspekt dann sozusagen überhand nimmt und das dominieren sollte, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar. Das fing dann hier bei diesem Album irgendwie an. Und ja, das war recht schnell runtergeeiert, ja, sozusagen. Musikalisch nicht besonders anspruchsvoll oder so und auch schlecht produziert, aber sozusagen würde ich sagen, hier ist so die Geburtsstunde von diesem John Doe Experience Ding. Und dann habe ich auch mit John Doe Experience gleich weitergemacht. Also ich war da irgendwie in so einem Flow und im April 2015 erschien dann das Album No Hablo Español von John Doe Experience. Gleichzeitig erschien die Single oder EP oder wie auch immer OMG, I'm Being Killed. Also Oh My God, I'm Being Killed. Das war so eine Bonus-CDR oder Single-Auskopplung oder beides, keine Ahnung. Dieses Oh My God, I'm Being Killed beruht auf einer ganz langen gesampelten Passage aus dem Soundtrack der Serie Lost. Der Soundtrack, für den zeichnete Michael Giacchino, oder wie der hieß, verantwortlich. Und da habe ich ohne Rücksicht auf irgendwelche Copyright, Urheberrechte, bla bla bla, habe ich da wirklich sehr viel rausgenommen. Und das so leitmotivisch darauf dann eben so, also darauf basiert dieses recht lange Stück. Single oder Auskopplung oder was enthält neben Bearbeitung von John Doe Experience selbst auch ein Remix von Johannes Geis. Zu diesem, und dann gibt es noch irgendwie so einen anderen komischen experimentellen Track, den ich auch bei SoundCloud hochgeladen habe. Und Oh My God, I'm Being Killed ist auch der Höhepunkt und zugleich auch der Abschlusstrack des Albums, eben No Hablo Español, was eben zeitgleich erschien. Was ist zu No Hablo Español zu sagen? Also ich wollte irgendwie einerseits dieses Maschinelle, glaube ich, also von John Doe Experience vortreten lassen. Gleichzeitig war ich irgendwie fasziniert von dieser Ästhetik der spanischen, mexikanischen musikalischen Folklore, so, die ich ja eben auch als diametral bei dem Stück, es hat mich am schlimmsten von allen erwischt, auf dem Album Mir kommen die Tränen zum Beispiel so ein bisschen aufgegriffen hatte.
waren wie meine. Ja, das hatte mich irgendwie interessiert, diese spanische, diese Mariachi, bestimmte Art Gitarre zu spielen und so weiter. Und das prägt das natürlich, daher auch eben der Albumname No Hablo Español, weil ich das natürlich nicht hingekriegt habe. Also ich spreche kein Spanisch und ich kann auch keine spanische Musik oder ne, so, ne? Das schwingt da so mit. Aber ich habe es irgendwie so versucht oder irgendwie sowas, ne? Und dann kann man natürlich nicht verschweigen die Version des Stückes Creep von Radiohead, die da auch drauf ist, auch wieder featuring Diametral, wobei Diametral eigentlich nur für den Chorusgesang verantwortlich ist, der Rest ist sind diese maschinell erstellten Stimmen, mit denen ich den Text nachstelle. Oder also ich lasse quasi, es ist so ein billiges Plugin von dem Programm, mit dem ich damals meistens arbeitete, nämlich FL Studio. Da gibt es ein Sprach-Plugin. Da habe ich dann so ich habe die Maschine sozusagen singen lassen, aber es klingt natürlich robotisch und das soll es ja auch. Und es ist ein interessanter Kontrast oder irgendwas. Also ich meine, ich weiß nicht, wie oft Creep gecovert wurde, so von irgendwelchen Leuten, so, ne? Es ist ja nun mal so der Überhit. Und hier jetzt aber sozusagen eine Maschine singen zu lassen, ist irgendwie, also ich fand's witzig und spannend und irgendwie geil. Und als ich das auf SoundCloud hochgeladen habe, da kam dann auch irgendwann so ein Kommentar, der hieß, this is so weird and so cool at the same time. Ja, dem ist kaum etwas hinzuzufügen. I wanna have control. Perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I wasn't special. Ja, also das war so ein Feature mit Diametral, weil als Diametral habe ich dann eben dann doch I'm a creep, dann diesen Chorus gesungen und so, ne? Generell gab es da viele vermeintliche Features, ne? Weil ich bin ja schließlich alles ich. Und also das gesamte Album ist geprägt von spanischen, also beziehungsweise mexikanischen Folklore klängen. Zumindest war das so die grundlegende Idee, die dann eben mit Lo-Fi-Elektronika irgendwie vermischt werden. Dann gibt es auch noch den Track Einen Like Dalassen, der ja eben sich auf den Titel des ersten John Doe Experience Albums bezieht. Und auf späteren John Doe Experience Alben sollte das auch noch fortgesetzt werden. Ja, also es gibt generell viele Bezugnahmen zum eigenen musikalischen Kosmos. Zum Beispiel gibt es einige Remixe von Diametral-Songs und eben, wie gesagt, diese Fake-Features. So. Also ich finde das Album
gut und schlüssig. Es ist aber immer noch ein suchendes Album, wo man noch nicht genau weiß, ja, wohin will jetzt hier John Doe Experience? Was ist das so? Ne? Ich habe mich quasi geschämt dafür, dass es da noch Songs gibt, so mit Text und so. Und deswegen habe ich das eben als Features gelabelt, so, ne? Also das bin nicht ich, John Doe Experience, das ist John Doe Experience und eben Diametral oder so. Aber eigentlich war es eine, was einfach ein Zeichen dafür, dass ich noch nicht so recht wusste, wohin mit diesem Projekt. Aber ja, es hat mich unglaublich fasziniert und es hat auch Spaß gemacht. Und es zeigte sich halt, ja, diese Roboterstimmen-Sache, das ist das Ding. Das könnte so unique sein, ja. Mit dem Ding kann ich mich so von meinen anderen Sachen so ein bisschen abgrenzen, dass das wirklich was komplett anderes ist. Im Juni 2015 habe ich dann endlich diese Arbeit ist Arbeit Single veröffentlicht, wegen der ja die Ausspaltung in verschiedene Künstleridentitäten überhaupt etabliert worden war ursprünglich. Dann gab es eben das Original und dann diverse Bearbeitungen und das war nun also fast zwei Jahre nach dem Release des Originals, was so ein bisschen Wellen geschlagen hatte. Und mittlerweile war die, das habe ich ja auch vorher schon erfahren an meinen vorherigen diametralen Veröffentlichungen und so, die Euphorie schon hatte sich gelegt und kein Mensch wollte eigentlich mehr was so von meinem Kram wissen. Und daher gab es zwar ein paar Downloads und ein, zwei Bestellungen der physischen Mikroauflage, aber ansonsten konnte von diesem Erfolg des Stückes nicht mehr gezerrt werden. Ich find's trotzdem gut so. Eben gerade, weil da diese persönlichen, also diese verschiedenen Künstlerpersönlichkeiten irgendwie mal zusammenkommen, erstmalig, und sich schon langsam rausstellt, wofür was steht. Und das fand ich persönlich für mich recht interessant, so. Und insofern finde ich das eine gute Veröffentlichung einfach. So als Testgelände oder sowas. Ne? Es kam natürlich zu spät oder so. Man hätte sowas natürlich direkt im Anschluss, als dieses Arbeit ist Arbeit wirklich einigermaßen präsent war. Jetzt, als ich das dann rausgehauen habe, irgendwie im Juni 2015, interessierte sich kein Schwein mehr dafür. Aber egal. Meine Lieblingsbearbeitung ist die Procrastination-Version von John Doe Experience, wo eben der Text als Maschinenstimme auf Englisch auch noch dargeboten wird. Da muss man auch nochmal sagen, JDE war von Anfang an dann auch auf Social Media so als, also hier kommuniziert man Englisch und so, also auch das als Abgrenzung. Ich habe damit auch dann kokettiert. Habe versucht, so augenzwinkernd so den Eindruck zu erwecken, dass eben John Doe irgendwie, der hinter John Doe Experience steckt,
irgendwie ein Künstler aus Osteuropa ist und mit uns jetzt hier auf Englisch kommuniziert und aber seinen Kram einfach schickt. Also, ja, das ist ein bisschen, keine Ahnung. Jedenfalls finde ich diese Procrastination-Version von Arbeit ist Arbeit sehr gut und zeigt auch, dass John Doe Experience da zunehmend an Profil gewann, nämlich eben diese Roboterstimmen, so, ne? Außerdem auch diese Bedroom Orchestra Version von Johannes Geis, was ja, also Johannes Geis ist ja wiederum eine Abspaltung von John Doe. Und auch den wollte ich jetzt da irgendwie stärken, dieses Nebenprojekt. Ja. Und auch das finde ich sehr, sehr gut. Komisch, aber das ist tatsächlich so, ich habe da fast einen anderen Blick drauf, als wären das wirklich andere musikalische Leute, so als wären das wirklich Fremde. Ja? Also so sehr habe ich mich da auch reingesteigert in diese Aufspaltung, in diese, ja, dass ich das sozusagen fast selber schon glaube und oder geglaubt habe. So. Und also für mich war das ein spannendes Projekt und aber natürlich der Impact blieb aus, es gab kaum Downloads und die physische Auflage dieser EP war jetzt auch sehr klein und ja, die ist natürlich fast weggegangen, aber also ein Exemplar habe ich glaube ich noch, aber okay, wir reden hier von einer SIMA-Auflage oder so, also insofern ist das keine Leistung. Dann kam der Oktober 2015 und da habe ich nun wirklich ganz offiziell mich als Claudius Leuk sozusagen vom Hauptprojekt diametral abgespalten. Später sollte ich mich ja nur Leuk nennen, aber das kommt ja noch. Und zwar mit der Veröffentlichung der Single Du schaffst es nicht. Das kam, glaube ich, Außenstehende recht plötzlich, aber natürlich hatte ich in den letzten Monaten kontinuierlich da an so einem neuen Entwurf gearbeitet, um eben diametral und Claudius Leuk irgendwie zu trennen. Ich hatte irgendwie so die Idee, musikalisch so in den 80ern zu wildern, ja, in so cheesy Synthi-Sounds und irgendwie, ja, irgendwie hat mich das interessiert. Also das 80s-Revival
gab's da, glaube ich, noch nicht. Das sollte erst Jahre später kommen. Aber ich war da eben schon an dem Punkt, wo ich dieses 80s Revival für mich sozusagen eingeleitet habe. Als Vorab-Single habe ich eben das Stück Du schaffst es nicht rausgehauen mit einem ziemlich krassen Video, das muss man auch mal sagen. Aber der Punkt ist eher, also es war so eine Digital-Download-Single über Bandcamp, dass meine verschiedenen Künstler-Identitäten dieses Stück remixen oder sich dieses Stückes annehmen, allerdings so, als wären sie Projekte aus verschiedenen Zeiten. Also als diametral habe ich zum Beispiel diese 1968 Version beigesteuert, wo eben so ein Psychedelic Rock Sound dann eben dominiert. Johannes Geis habe ich die 1995 Drum and Bass Version beigesteuert. Ja, auch die erklärt sich von selbst. Und ich habe mich dann selber auch noch irgendwie geremixed und als Claudius Leuk und als quasi Bonusstück gibt es dann auch noch die 1934 Dixie Version. Auf der Bandcamp-Seite wird all das irgendwie als Joke angekündigt oder beschrieben und das mit dieser Single-Auskopplung angeteaserte Claudius Leuk-Album Kick Me sei dann ebenfalls ein solcher Joke. Also ja, das stimmt schon, aber also ich habe das schon auch irgendwie ernst gemeint mit den verschiedenen Zeiten und so. Also diametral habe ich da irgendwie jetzt so in diesen Psychedelic 60s Rock so verortet. So, ne? Und Johannes Geis eben irgendwie in diesem Drum and Bass. Das sollte später natürlich noch viel deutlicher zum Tragen kommen, jetzt wenn wir bei Johannes Geis sind. Mit dem Album Jungle, aber das liegt ja noch in weiter Zukunft. War mir nicht so ganz sicher, wie, ne, wofür steht jedes Projekt und so. Also ich glaube, das ist jetzt soweit klar, ne, wovon ich da rede. Also dieses, ich will mich aufspalten, aber wofür steht die jeweilige Künstler Identität dann eigentlich so. Diametral eben, ja, Psychedelic Rock irgendwie so, ne? 60s und irgendwie Band ähnlich, obwohl ich ja zu Hause das auch nur alleine gemacht habe. Und Claudius Leuk jetzt eben für cheesy 80s
Sounds so und ja, John Doe Experience für Mensch, Maschine, bla bla bla, irgendwie, ne? Downbeat-Kram, experimentelle Elektronika, wo vielleicht diese Stimme, diese Robot-Stimme dann vielleicht irgendwie so das Markenzeichen werden könnte. Und ja, Johannes Geis, keine Ahnung, ja, Drum and Bass 1995. Ja. Also eine Versuchssituation, eine Art Labor oder so. Ich habe einfach alles gemacht und habe das eben rausgehauen. Und dann eben dieses Video dazu. Ja, gab ein paar Likes. Ja, einen Like da lassen. Aber ein paar Downloads und so. Aber darüber hinaus gab es jetzt auch nicht so viel. Ja. Und dann habe ich genau in der Zeit meine Freundin P. geheiratet. Das sollte vielleicht nicht unerwähnt bleiben. Und habe ein Lehramtsstudium an der Universität Potsdam begonnen. Hatte auch irgendwie so einen Job bei so einem Ding, wo ich Kindern in Grundschulen so, also Computerunterricht gegeben habe. Das als biografische Zwischeninformation, so, also, mit diesem Lehramtsstudium, eigentlich habe ich das gewollt und habe das auch durchgezogen und habe in der Folge dann auch viel an Grundschulen und so gearbeitet und so. Aber eigentlich wollte ich kein Lehrer werden und mir wurde auch von einigen Leuten gesagt, also dich sehe ich nun wirklich nicht als Lehrer. Und diese Leute hatten wahrscheinlich auch recht. Und ich greife vor, was ich glaube ich auch in irgendeiner früheren Episode auch schon getan habe, auch das Lehramtsstudium habe ich dann irgendwann sausen lassen. Aber zu dem Zeitpunkt war das irgendwie etwas, was mir sinnvoll erschien. Naja, also dann bin ich dann jeden Tag da irgendwie nach Potsdam gefahren mit der S7. Um zurück zur Musik zu kommen, also im November 2015 habe ich dann eben endlich Kick Me veröffentlicht. Als Claudius Leuk. So, und die Idee war von Anfang an gewesen, ich mache so 80s Pop. Gleichzeitig irgendwie so als augenzwinkernde Hommage, so ein bisschen gedacht an diese Billo-Sounds der 80s. Aber auch na, keine Ahnung. Also ich habe das schon auch ernst gemeint. Also die Texte sind auch durchaus düster. Aber die Musik ist irgendwie cheesy und nimmt dem Ganzen so ein bisschen so den Ernst oder so. Auf jeden Fall habe ich mich damit deutlich von dem, was ich als diametral machte, abgegrenzt. Und daher ja eben auch diese Namensgebung, also das ist eben als Claudius Leuk ja, veröffentlicht wurde auf meinem kleinen Label. Und das Titelbild ist aber, also es ist so eine billige Bezugnahme auf so 80er Jahre Synthpop Sachen, so, also diese typischen irgendwie hier so Computer hier so sieht irgendwie scheiße aus, so, aber bewusst scheiße halt. Und aber ich selber bin als Person da drin und das ist wiederum eine, also da habe ich ein
Bild von dem Cover, das diametral, der diametral DVD Kill Me, I'm Dead genommen. Wobei dieses Cover wiederum ein Screenshot des Videos zu dem Diametral-Cover-Song Isolation ist, ja. Und also dieses Bild habe ich genommen für Kick Me und habe eben hinten sozusagen auf meinen Rücken geklebt Kick Me, so wie so ein, ne, wie man das aus Highschool-Filmen kennt, so wo dann der Zettel so rangeklebt wird, ja, Kick Me, hahaha, so, ne, und also da sieht man ja eben, ich habe mich zwar einerseits abgrenzen wollen von Diametral, aber gleichzeitig deutliche Bezugnahmen zugelassen oder forciert oder so, ne? Und ja, wie gesagt, ich habe das auch in früheren Folgen gesagt, das ist so eine Art Widerstreit, den ich bis heute nicht so richtig aufgelöst habe. Wo hört Diametral auf, wo fängt Claudius Leuk an, so, ja. Aber ich fand es trotzdem gut gelöst und auch so eine Art, also wenn das jemand von außen sozusagen beobachtet, dass eben hier so eine Abspaltung stattfindet, aber trotzdem das noch irgendwie zusammengehört und dass das nicht was komplett anderes ist oder so, fand ich eigentlich grafisch ganz gut gelöst, irgendwie, keine Ahnung. Ja, also Hauptaugenmerk halt so 80s Pop, 80s cheesy Pop, so, ne? Auf dem Album würde ich auf jeden Fall als Highlight das Stück Ich bin kein Mann hervorheben, wo es eben darum geht, dass ich kein Mann bin. zumindest so, wie man gemeinhin das Männliche definiert, also beruflicher Erfolg oder Selbstbewusstsein, sexuelles Selbstbewusstsein, whatever, ja, oder auch einfach nur Autofahren, ja, also in dem Stück gibt es die Zeile, ich habe noch nicht mal einen Führerschein. Und das hatte ich ja auch nicht. Ich hatte zwar einen Führerschein, so, ich war bei der Fahrschule und so, und dann hatte ich mich für die Prüfung angemeldet und nein, das geht nicht. Wieso geht das denn nicht? Sie sind betrunken auf einem Fahrrad in Greifswald aufgegriffen worden. Also, das, ne, und das hatte ich natürlich schon total vergessen, so, ne, aus meiner Greifswaldzeit. Da war ich bei der MPU, hab da irgendwie 500 Euro bezahlt und bin da trotzdem durchgefallen, so. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheißführerschein. Hier, wie viel Geld soll ich ja noch ausgeben, ne, für eine Scheiße, die ich eigentlich gar nicht will? Ich hasse Autos, ich interessiere mich nicht für Autos, so, ja. Naja, also so viel zur Zeile, ich habe nicht mal einen Führerschein, ich bin kein Mann. Ich habe nicht mal einen Führerschein, ich bin allein, allein. Ich bin kein Mann, ich bin kein Mann. Was auch noch auf dem Album erwähnenswert ist, ist das Stück Hikikomori hoch 2. Was sagt die Soziologie zu Leuten wie uns? Gibt es Begrifflichkeiten, die dieses Phänomen umreißen? Gibt es Kategorien für diese Art von Spleen?
Hikikomori ist ja so ein japanischer Begriff für Leute, die in ihrer Wohnung so versumpfen, versauern, die nicht mehr rausgehen und so weiter. Ein bisschen habe ich mich so gefühlt. Ich meine, natürlich hatte ich zwei Kinder, also ich bin natürlich immer auf irgendwelche Spielplätze gegangen und Schulfeste und so weiter. Aber im Grunde habe ich mich zurückgezogen und verkrochen zu Hause. Ja. Und hätte ich keine Kinder gehabt, dann wäre ich ein tatsächlicher Hikikomori gewesen. Und dieses Hoch 2 ist eben, das ist meiner Partnerin, meiner Frau, Ehefrau, ja, das ist ja ähnlich wahr. So, ne? Also, wir bleiben zu Hause, wir genügen uns selbst, wir bleiben unter uns, wir haben ein bisschen Angst vor draußen, irgendwie sowas, ne? Also, finde ich schon ein wichtiges Stück, muss ich sagen. Und es gibt viele andere Stücke, es gibt auch ein paar Videos so dazu, aber natürlich nicht in der Komplexität und in dem Aufwand, wie dieses Video zu Du schaffst es nicht. Und von dem Ganzen gab es eben mehrere physische Editionen. Eine normale CDR, dann eine Deluxe CDR mit so einer Bonus-CD, auf die ich später auch nochmal zu sprechen komme. Ich kann sie auch jetzt. Also da gibt es eben Remixe von zum Teil älteren Claudius Leuk-Stücken. Und als Höhepunkt dieser Bonus-CD würde ich schon die Coverversion von Wo kommen die Gedanken her von Fanny van Dunn nennen. Wo kommen die Gedanken her? Was wollen sie von mir? Wenn sie morgen wiederkommen, bin ich nicht mehr hier. Dann sitze ich im Flugzeug und fliege übers Meer. Ja, soviel erstmal zu dieser Bonus-CD. Da, wie gesagt, kommen wir in späteren Folgen, glaube ich, nochmal zurück drauf. Was natürlich viel wichtiger ist, ist, dass ich erstmalig seit vielen Jahren wieder eine Kassettenedition davon gemacht habe. Ich habe irgendwie mitbekommen, okay, Kassette in bestimmten Kreisen ist wieder en vogue und die Idee, dass ich mal eine Vinylplatte von meinem Zeug mache, das habe ich zwar nicht aufgegeben gehabt, aber das erschien mir völlig unrealistisch. Ich hatte nun mal einfach nicht so viel Geld, um mir irgendwie eine 500er Auflage oder eine 100er oder was weiß ich Auflage zu leisten. Und Kassette, ja, damit bin ich groß geworden und es ist so ein guter Kompromiss gewesen. Also nicht nur einfach so eine selbstgebrannte CD, egal wie gut das Cover jetzt da gestaltet war und selbstgebastelte Hülle, bla bla bla. Es ist trotzdem irgendwie billig und aber Kassette ist dann auch wieder natürlich billig in dem Sinne, aber eben analog, so, ja. Und also habe ich dann eben eine 15er Auflage auch von diesem Kick Me Album gemacht. So. Da muss man sagen, bei dem Cover habe ich dann für die Kassette habe ich dann ein Stück vergessen. Und das habe ich aber, es war Hochglanzpapier und so, sah alles schön aus und
Und dann habe ich gesehen, Alter, hier fehlt ein Track. Und ich habe es trotzdem so gelassen. So, ich ging auch erstmal nicht davon aus, dass sich jemand die Kassette bestellt, sondern wenn, dann eher die CD oder dann eben Download oder so. So, und dann trudelte aber, sobald ich das bei Bandcamp irgendwie hochgeladen hatte, und trudelte eine E-Mail ein, und zwar aus den Vereinigten Staaten von Amerika. So ein Tape-Blog meinte, kann ich mal hier so ein Promo-Exemplar haben? Ich würde das dann rezensieren. So, okay, ich dachte, okay, wieso Amerika? Es ist doch alles deutschsprachig. Aber offensichtlich ging es erstmal nur um den Fakt, dass da jemand eine Kassette veröffentlicht. So, ne? Und es war so ein Tape-Blog. Mit durchaus großer Reichweite. Und, dann war ich natürlich euphorisiert, so, und hab das dann dahin geschickt, nach Connecticut, glaube ich. Und wenig später erschien dann auf diesem Blog folgende Rezension, wo ich das ausschnittsweise mal wiedergeben möchte. Und zwar ging die so: This cassette by Claudius Loic begins with electronics and drum machines, which somehow make me think of a chopped up version of New Edition. Then it begins to take a turn into a song with vocals and synth steps. I can consider it synth wave on some levels because there is synth and it feels like something out of the 1980s or early 1990s. There's also a New Kids on the Block feel musically, which I never have a problem with, but always kind of relate to in the percussion, simply because I heard New Kids on the Block for the first time on cassette as a kid and still have their cassettes, which are still pretty badass to me. Through some more melodies, I begin to hear a song such as Duran Duran's Hungry Like a Wolf, and this then comes with a little bit of disco rock too, the type of sound my parents might have heard while roller skating in the 1980s before I was old enough to do so myself. You know, as a kid growing up and listening to cassettes, I find it hard to imagine a style of music which doesn't belong on cassette, because it's just how I feel I should listen to everything. But the music of Claudius Loic is true to the form of cassette. I would put him somewhere between Talking Heads and Simple Minds in my cassette collection, simply because he feels more like he is from that time than from this modern era of music. And that really is fine by me, because when you think of music which sounds as if it should be experienced on cassette, well, that's among some of the best in my book. Ja, also so viel zu dieser Rezension. Also die Tatsache, dass sich dieses Claudius Loic von diametral abgespaltete Projekt so ein bisschen wie 80s oder 90s anhören sollte, ist ja offensichtlich gelungen. Also der Typ hat ja eben geschrieben, dass sich das irgendwie authentisch anhört nach New Kids on the Block und so weiter. Ja, damit fühlte ich mich natürlich auch ein bisschen bestätigt, und in der Folgezeit sollte das eben dieser typische Claudius Loic-Stil für eine Weile werden. Also so 80s und cheap
Sounds, cheesy Synths und so weiter und so fort. Wohingegen eben diametral eher wie so eine organische Band der 60er eben klingen sollte. Obwohl ich das ja eben alleine zu Hause machte. Und also 60s Psychedelic Pop, aber eben kombiniert mit modernen Trip-Hop-Sounds und ähnlichen Sachen. Ja, und also die Abspaltung, die Aufspaltung war gelungen. Das hat diese Rezension gezeigt. Und jemand in Amerika, in Connecticut, hörte meine deutschsprachige Musik. Also bizarr eigentlich, ne? Ja, im November 2015 habe ich dann die fünfte Folge von The Geometral Archives rausgehauen, nämlich die Folge Markenzeichen Misserfolg. Der Name ist hierbei Programm für natürlich mein musikalisches Schaffen, aber auch generell für mein Leben. Ja, also Markenzeichen Misserfolg. Highlights dort sind ist zunächst erst einmal das Stück Will the Night, ein Cover von Low. Erwähnenswert ist auch das Stück Die Gitarre an sich von Mechanismus aka Micha Fenske aus dem Jahr 1999. Micha war ja eben ja, 2 Jahre Diametral-Mitglied, obwohl wir, oder nee, ein, ja, ist ja auch egal, wie anderthalb Jahre, obwohl wir ja eben nicht wirklich was gemacht hatten, so, ne, also wir haben in Gartenlauben gesessen, und bis auf ein paar Kassettenrekorderaufnahmen ist da ja nichts bei rumgekommen. Aber Micha war ja mein guter, oder für eine Zeit sogar mein bester Freund. Und der hatte mir zum Geburtstag, wo er zeitgleich mehr oder weniger seinen Solo-Tape veröffentlicht hatte, ein Lied gemacht. Und ich habe von seinem Solo-Tape Die Blüte meiner Jugend so eine Sonderedition bekommen, wo er ein extra für mich gemachtes Lied noch draufgepackt hatte, Bonustrack, so, und zwar Die Gitarre an sich, und das hat er rückwärts eingesungen oder eingesprochen. Und ich fand das witzig, und das ist auch irgendwie typisch Micha gewesen, so experimentell, neugierig, kindlich, keine Ahnung. Und dieses Lied habe quasi nur ich gehört. Die anderen haben andere, haben die normalen Editionen des Tapes bekommen von ihm, so, also auch eine 10er, 15er Auflage oder so. Und
die Gitarre an sich war eben mein Lied, so ein Privatlied. Und ich habe gesagt, okay, jetzt, ich hau das hier im Rahmen der Diametral Archives eben raus, so, ne? Ja, weil ich eben alles, ich will meinen Giftschrank, ich will mein Archiv leer räumen, um auch Platz für Neues zu haben und so weiter und so fort. Und ich will auch nicht immer nur mich und meine Stimme hören, sondern eben auch sowas, ne? Und ja, also insofern ist das schon erwähnenswert. Und generell habe ich viele Bezugsnamen dort auf dieser 5. Folge der Diametral Archives gehabt, so zur Anfangszeit, insbesondere in diesem letzten Block, ja, also so bestimmte Stücke so und hinten raus gibt es nochmal so einen Block und das nannte sich, oder habe ich genannt, Toko Jugend Greifswald. Ja, so ein bisschen. Naja, und da habe ich eben einfach so alte Tokotronic Gartenlauben Proberaum whatever Versionen gesammelt, um die auch nochmal rauszuhauen, einfach so, ne? Zum Teil hatte ich die auch schon auf dieser Reissue von diesem erste Demo-Tape rausgehauen. Ich wollte das jetzt wirklich komplett weg haben. So, dann kommen wir nicht mehr zusammen. So, dann werden wir uns nicht mehr sehen. Und ich finde es zwar schön, doch ich weiß nicht genau, werden wir uns verstehen. Ja, deswegen habe ich da dieses Toko-Jugendkreis, weil das ist natürlich irgendwie Schwachsinn oder. Aber stimmt natürlich auch irgendwie. Und ja, wenn wir schon bei Coverversionen sind, auf dem Diametral Archives Volume 5 ist auch noch eine ganz nette Coverversion von Armer Irrer von Blumfeld drauf. Armer Irrer steht vorm Supermarkt, traurig wie Gott, und schenkt sich selbst rein Wein ein. Am nächsten die anderen oder ich versagt. Es gibt Tage, da will er ein Stein sein. Im Dezember 2015 bin ich dann wiederum als John Doe Experience in Erscheinung getreten. Also Claudius Leuk war schon wieder verflogen, so die Euphorie oder so. ich arbeitete auch zeitgleich schon wieder an neuen Sachen und gab ein paar Bestellungen, aber jetzt auch nicht nennenswert, ne? Und als John Doe Experience habe ich dann einfach mal Folgendes rausgehauen, und zwar hieß das Wiederholung als Prinzip Remixe Volume 1. Und das ist sozusagen der Start einer Reihe so mit Bootleg Remix gewesen. Ich wusste zwar, daher habe ich ja auch Volume 1 zugefügt, dass es eine Reihe wird, aber zu dem Zeitpunkt habe ich erstmal alles darin geknallt, was ich so an Remixen hatte, an
wo ich eben rumgespielt habe mit fremder Leute, Lied gut. Und das habe ich dann eben einfach als John Doe Experience so subsumiert. Und dann rausgehauen, so. Und ja, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es eine Reihe wird. Ja, das Titelstück, also Wiederholung als Prinzip, ist ja ein Zitat aus dem Tokotronic-Stück. Da haben wir wieder Tokotronic, meine Ruinen. Und das habe ich dann eben da geremixed. Mal habe ich kein Feedback der Band bekommen dafür. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wirklich auf Facebook oder irgendwelchen Social Media Plattformen so gepostet habe. Ich glaube, ich habe es einfach nur auf Bandcamp gelassen. Also könnte auch daran liegen. Davon abgesehen finde ich weiterhin cool, das Stück in der Ruine meines Körpers, also das ist ein Remix von des Stückes Erfolg, des Projektes Erfolg. Ich nenne mich Erfolg. Dann habe ich immer Erfolg in meinem Leben, ne? Ich habe jetzt immer Erfolg. Heiteren Chorus-Part rausgenommen und mich eigentlich nur auf das auf diese melancholischen Strophen fokussiert und ja, es ist natürlich nicht eine musikalische Offenbarung oder so, weil ich habe ja auch nicht die Einzelspuren gehabt, so wie bei Moby oder so, der diesen Remix-Contest hatte, sondern musste halt vom Original da irgendwas rausnehmen und irgendwie uminterpretieren und das in meinem Sinne irgendwie gestalten. Und ich find's gut, aber ich kann auch verstehen, dass das kein anderes Schwein interessiert, sozusagen, ja. Ja, dann gibt's natürlich auch noch so Remixe, so wie von Take On Me von Aha. Also nochmal was ganz anderes. Also es zeigt sich, dass ich mit diesem John Doe Experience Remix Ding so alle möglichen Epochen und auch national oder international einfach in Angriff genommen habe, egal was mich gerade so interessiert hat. So, ja, einfach das, worauf ich gerade Lust hatte. So, ja. Und diese Unbeschwertheit, das hat mir sehr gefallen, dieses und auch eben Urheberrechte werden nicht geklärt, ich mache jetzt hier einen Bootleg-Remix so, ne, und hau das raus, so, ne. Ja,
da sollten eben in der Folge noch weitere Nachfolger daneben kommen. Ja, weiterhin im Dezember 2015 gab es nochmal eine Tape-Veröffentlichung dieses zweiten John Doe Experience Albums Fußnote. Das hatte ich mir eigentlich schon für das Original vorgenommen, aber das hatte dann auch technisch nicht geklappt. Ich hatte kein ordentliches Tape-Deck, um das aufzunehmen und bla bla bla. Und jetzt habe ich das quasi so nachgeschoben und dann aber teilweise exklusive Tracks hinzugefügt, sodass ich das als Froh und Munter Records auch mit einer eigenen Katalognummer versehen habe, weil es eben ein eigenständiges Release war, also mit eben neuen Stücken oder anders geartet, andere Mixe oder ineinander übergehend und so weiter und so fort, also eben nicht so die Original-CD-Version, ja, und ja, also ich war langsam in dieser Tape-Sache so drin und nahm mir also vor, von jedem der zukünftigen Releases, also wenn sie denn Alben wären, bla bla bla, zumindest eine kleine Tape-Edition zu machen, weil durch dieses Race by Cassettes-Block-Ding habe ich natürlich festgestellt, dass, ja, also es gibt Leute da draußen, die stehen auf Tapes, ja. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Im Februar 2016 habe ich dann die zweite Folge dieser John Doe Experience Remix Reihe veröffentlicht, aber die war schon wieder komplett anders, ja. Und zwar waren das zwei 30-minütige Remixe des Stückes One for You, One for Me von La Bionda, ursprünglich aus dem Jahre 1978. One for you. Einfach einen Scherz erlaubt. Ich habe so eine, also die erste Remix-Sache war ja eben digital only, also ladet euch das runter, wenn ihr wollt. Und hier habe ich eben eine spezielle physische Edition konzipiert, weil dieses One for You, One for Me bot das ja an, dass ich jeweils nur zwei Tapes bzw. zwei CDRs hatte, nämlich eins für euch und eins für mich. Also sprich, ich habe eigentlich nur ein Tape zum Verkauf gehabt und eine CD. So, ne? One for you, one for me. Und wegen dieser Exklusivität, das war ja ein Scherz eigentlich, habe ich einen entsprechend hohen Preis veranschlagt. Ich glaube 20 Euro oder so, ne? Und bizarrerweise wurde das doch weggekauft. Ja? Also das Tape oder die CD, eins von beiden, jedenfalls hat sich jemand bestellt aus Greifswald, den ich persönlich aber nicht mehr kenne, oder wahrscheinlich sollte ich ihn kennen, aber ich kenne ihn einfach nicht. Irgendwie muss das jemand gewesen sein, den ich in meinem früheren Nachtleben Aktivitäten irgendwie über den Weg gelaufen bin. Und der hat sich da mal fett 20 Euro hier gegönnt und hat das Ganze, also es gibt ja auch ein entsprechendes Artwork und so,
in seine Gartenlaube als Wandschmuck gehängt. Ja? Und das auch dann mir geschickt als Bild und dann habe ich das auch gepostet. So. Und dann hat noch jemand anders die andere physische einer Auflage bestellt. Auch für 20 Euro. Ne? Und ja, also es war ein Scherz eigentlich, aber ich habe wieder gemerkt, so, oh, ist das geil, so mit so Sachen rumzuspielen, mit Konzepten, mit ja, Vermarktungsstrategien, klingt jetzt auch bescheuert, aber einfach alles ein bisschen anders aufziehen, so, bei Diametral war immer so Album und eben bei Claudius Leuk auch Album und hier bei John Doe Experience konnte ich eben irgendwie machen, was ich wollte, so für mich. Also es etablierte sich zunehmend so als fester Bestandteil, als Kontrapunkt zu diesen steifen vielleicht auch oder Ansichten oder Vorgehensweisen, die ich eben mit Diametral und Claudius Leuk hatte irgendwie. Und ja, dass das so gut ankam, freut mich, hat mich natürlich gefreut und ich würde sagen, an dieser Stelle müssen wir mal wieder Schluss machen. Wir sind also jetzt irgendwie im Februar 2016 mit dieser merkwürdigen John Doe Experience Remix Sache. Ja, ich empfehle euch, guckt mal auf die Shownotes, ja, dann seht ihr, welche Lieder hier gespielt wurden, wo ihr die findet, wie ihr sie downloaden könnt, wie ihr sie möglicherweise kaufen könnt. Ich empfehle euch natürlich auch das Abonnieren des Podcasts und auch eine Bewertung, ja, über die ich mich freuen würde. Ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Es geht weiter mit der John Doe Experience. Ja. Neue Projekte, also da hatte ich wirklich als John Doe Experience einen Lauf in der Zeit. Und dann kommt aber auch das Diametralalbum Alle anderen Eins erscheint auf der Bildfläche, was als erster Teil einer Albenreihe konzipiert war. Und es gibt ein neues Claudius Leuk Album und zahlreiche andere Releases. Ja? Also eine Phase enormer Schaffenskraft. Und diese Phase fand schlussendlich ihren Höhepunkt in der Konzeption einer ausufernden Werkschau. Ja? Nebst Re-Releases alter Alben auf dem eigenen Label und irgendwelchen Filmen, die hier ja auch schon zur Sprache gekommen sind, um eben das 20-jährige Jubiläum der Gründung von Diametral zu zelebrieren. Davon ist eben in der nächsten Folge die Rede. Also man sieht, es blieb weiterhin größenwahnsinnig und zugleich auch immer augenzwinkernd und all diese Dinge werden dann eben, wie gesagt, im zweiten Teil von Wimmelbild besprochen. Ja? Und ich freue mich auf euch und bis dahin, euer Claudius. Mein Kopf ist niemals leer.